Ich habe sehr viel von deinem Ei gesehen. Leute! Manche würden behaupten, zu viel. Aber nicht ich. Ah. Hi, meine Flauschis. Willkommen zum Batch Fur. Zumindest den Outtakes davon. Denn das Video ist an der Eurofrance entstanden und so lang, dass ich wahnsinnig viele Outtakes habe und in dem Video selber gar nicht darüber sprechen möchte, denn der Bachelor-Fur steht für sich alleine. Ja, es ist ein ganz dummes Wortspiel, ich weiß. Deswegen muss ich euch leider, weil es sehr viel Schnittarbeit ist, noch mit den Outtakes dazu vertrösten, aber die sind deswegen nicht weniger gut geworden. Schaut auf jeden Fall rein, vor allem dann, wenn ihr erfahren wollt, wie ich mit einem Chloroform-Ei außer Gefecht gesetzt werde. Fragt nicht, es ist einfach passiert. Deswegen, wir sehen uns gleich nochmal auf der Endcard wieder. Angeband mit einer... Sam wird lauter reden. Ja. Outtakes, Outtakes. Ja! Ich bin ganz lieb und vielleicht mag er mich ja auch. X3. Aber, also, damit du weißt, in welchem Tonfall das ist. Südo, bislang läuft die Klimaanlage und bringt irgendwie nichts, ne? Ja. Okay. Oh, oh ja, gibt's... Oh ja. Ich glaube, ich muss dich zum Einzeldate auswählen. Ja, natürlich, da kannst du alles. Es ist richtig mies, dass er raus. Geben, ja. Es ist einfach so, man will dich mit heimnehmen, Skelly. Nee. Es ist doch. Ja, oder? Alter, du musst keinen Orgasmus müsst kriegen. Du mich nicht nochmal reinziehen? Hallo, ich bin Sudo. Kannst du es mir nochmal vorlesen? Ich bin gerade so schlecht. Frage. Ja? Kann ich so von hinten kommen und irgendwie so das Ei auf die Schnauze halten, so wie Chloroform, bis dann umfällt, dann renne ich nicht weg? Hilfe! Was hast du aus ihm gemacht? Ich weiß es nicht. Kinora. Hi. Sogar mit Speck und Bacon. Was das gleiche ist. Scheiße. Speck und Bacon ist das gleiche. Wir müssen professionell selber geworden. Bitte. Okay. Leute. Wer will den Wodka? Meine Oma will den Bock. Hallo. Ich heule, Mann. Ich heule. Ich will ihn kuscheln. Nicht okay. Du kannst es nicht machen, Achtebach. Ich weiß. Nimm meine. Alter Bachelor, die letzte Staffel war so scheiße. Die erste da war ja auch ich nicht dabei. Bachelor ist allgemein scheiße. Warum machst du dann mit? Weil ich die große Liebe finden will. Doppelmoral, Alter. Du willst das große Ei. Willst du nur den Bachelor finden? Ich will eigentlich nur die Subscriber. Ich will eigentlich nur die Subscriber. Mein Name ist Patan, ich gehe nie ohne mein Ei aus dem Haus. Das ist mein Fix, das war's. Nein, da kommt doch noch mehr, ich war noch nicht fertig. Okay, next. Ich meine vielleicht next. Wenn man viel am TV geschaut hat. Oh je, ich hab Angst. Kann ich? Ich weiß nicht. Vielleicht. Dann werde ich ihn dazu bringen, ja zu sagen. Oh. Okay, next. Das kann ja sexy. Ja. Ich bin ja. Sexy! Oh. Wir müssen das jetzt... Sudo. Bislang... weiß ich noch nicht viel von dir. Scheiße, du dürft nicht lachen, ey. Das war eine sehr lange Folge. Jetzt hat irgendwie Sido dich eher fertig gemacht, indem man dich aus dem Bild gepackt hat. Keine Ahnung, ich sag, wenn er da nichts aushält und schwach ist und klein, aber. Komm, zeig mir dein Ei. Zeig mir. Was Gott, hab ich auch nicht. Fick dich. Meine Qualitäten sind Rührei, Ei mit Bacon und vor allem Spiegelei. Unangenehm. wenn ich auch... Danke, ey. Danke, tschüss. Er hat mir nicht mal Zeit gegeben zu antworten. Was? Er hat mir nicht mal Zeit gegeben zu antworten. Okay, tschüss. Ciao. Ja, ich dachte, du wolltest nur einmal antworten. Ja, ich wollte dir den Weg weisen. Du bist einfach lang gelaufen. Okay, ich mach mal. Aber vielleicht hast du mal zu viel Selbstbewusstsein in dieser Szene. Das ist okay. Ich finde super, dass man im Hintergrund so ein bisschen Klogeräusche hat. Ja, ich will. Alter, das ist unangenehm. Ich will so hart, du machst dir keine Gedanken. Du willst so hart digitieren, ja. Ich will so hart digitieren. Aber dann geht der Raum kaputt. Okay. Dieses
Ei. Also auch wenn das Ei Part als einzige Character Trait ist, du spielst es trotzdem so gut mit dem Ei. Und ihr geht nur auf mich zu, noch kein Ei ins Gesicht pressen, noch kein Sex, noch nix. Oh. Das wird jetzt ein paar Versuche brauchen. Ja, ich glaube auch. Wir sollten jetzt einen von hinten nehmen, das heißt, wir nehmen Pseudo, ja. Aber wir sollten einen von hinten nehmen, Entschuldigung. Ist das auch fürs Video oder ist das für dein Privat? Vielleicht wollte ich ja jemanden von hinten nehmen, okay. Ja. Okay. Oh, okay. Ich mach einfach so. Ja. Nein. Ja. Das ist zu viel. Nein, das machst du jetzt. Das machst du jetzt, okay. Sonst greife ich immer dich an. Oh nein. Man sieht ja, glaube ich, nicht, dass ich keinen Schwanz habe. Aha. Oh. Aha. Ich digitiere dann sogar für dich. Bitte nicht. Ich glaube, ich lasse das drin. Und wenn ich den sexy Akeban sehe, muss ich mich ein bisschen zurückhalten, nicht zu digitieren. Ich muss mich zurückhalten, nicht zu sterben. Du hast ein Skript geschrieben, Bro. Alter. Möchtest du dort lang gehen in die Villa? Ja, perfekt, wunderschön. Können wir nächstes Mal Jeremy's Next Topmodel machen? Ja! Ja! Ich bin Heidi Klum! Oh mein Gott! Hallihallo, meine Lieben! Ach nee, das war Bibi, aber war wobei Bibi. Es ja, ist Heidi kein Klum. Großer Unterschied. Jim Bruce mit der Handtasche. Die Handtasche, Miss Lennon. Ach, okay. Hallo, ganz drei. Wer war der Maker eigentlich nochmal? White Wings. Fufu, die Eule. Die Eule, die weiße Eule. Ich hab gerade zuerst die Eule verstanden. Akeban, mit doch, das ist gut. Also musst ja ein bisschen ausrasten. Okay. Ja. Ich sehe die Vorteile einer Beziehung. Ihr dürft nicht lachen. Ja, aber du sollst. Wir müssen die Pause. Das ist aber so im Fernsehen. Okay. Möchtest du dieses Badge ebenfalls annehmen? Nein. Schade. Nein, Bevogel. Vogel. Noch jemand? Oh, ich muss jetzt erstmal runterkommen. Fick dich. Ah, du bist ganz böser. Du bist ich ganz runterkommen. Ich mag dein Ei. Ja, ich muss runterkommen. Ne? Du kannst mal sagen, dass du cute bist, okay? Nee, das bin ich nicht. Ich brauch's nicht sagen. Oh, das ist der erste Düse. Ja. Das wird so gut, oder? Können wir einen zweiten Take machen? Nein! Entschuldigung! Hast du irgendwie eine Betäubungsmittelfetisch, oder? Nee. Ich finde, das wäre auf TikTok richtig gut als Teaser für den Video. Bitte nochmal. Ich hab gehustet. Weiß ich nicht. Doch, bitte! Ich hab geblinzelt. Okay, sag, ja, dann machen wir es nochmal. Okay. Ist ja einfach nur ein Chloroformfetisch, ich weiß. Und er wird mein neuer Tamer werden. Bitte nicht. Okay, das war's. Scaly. Du bist doch knuffig! Nein. Nein, du bist nicht knuffig. Das ist absolut. Ist das bei Puddles Link im Arm? Da sah das nur so aus. Ja. Was? Oh, der Alkohol. Ah. Nimm ihn raus. Fass mich an. Oh, hallo. Fass mich an. Ja, woran hat's hier liegen? Ich weiß auch nicht, woran es hier liegen hat. Nein. Der Actor. Oh, oh. Hallo. Kommst du öfter her? Ja, der Schüler. Du musst gefunkt werden. Ich schmeiße Alkohol in die Runde. Yay. Und keiner kann ihn fangen. Oh. Ah. Oh. Oh, ich fall gleich um. Ich habe sehr viel von deinem Ei gesehen. Leute. Manche würden behaupten, zu viel. Aber nicht ich. Ah, komm, wir müssen das seriös bringen. Läuft die Kamera? Ja. Ich glaube, das sieht man aber nicht. Ja, gerade so ein bisschen, ja. Oh Mann. Wollt ihr helfen, ne? Sponsored bei Wodka. Und bei einem Eierhersteller. Ja, Werbepause. Wodka. Und von Digimon. Man hört. Scheiße. Man hört eh das Bett. Man hört Scheiße. Mach das schon. Okay, also. Akeban? Ja. Da müssen ein paar mehr Eierjokes rein. Wir hatten gerade eifersüchtig. Scheiße. Okay, noch weiterhin. Ich wollte irgendwie nicht, dass es endet. Das war so amüsant anzusehen. Riesen. Mir läuft fucking Schweiß in die Augen. Ich sehe nichts mehr. Kidora. Hi.
Nein. Okay. Zwerge oder was? Belastend. Okay. Ich sterbe. Passt aber, oder? Frag mich mal. Also das Date mit Sudo, das fand ich schon spannend. Ich kann noch nicht so richtig einschätzen, wie es ist, wenn dieses Auto noch lauter vorbeifährt. Kinora. Guck dich so bitte. Okay, ich schaff das jetzt. Okay, okay. Nein. Doch, lass uns vorne. Ich bin nicht sauer. Oh mein Gott, es tut mir leid. Dankeschön. Einfach in die Fresse. Nee, da hat das Handy getroffen. Achso, ich dachte. Nee, nicht in die Fresse. Nein, du hast nur meine Hand und mein Handy getroffen. Es tut mir so leid. Oh Gott, die euch Chat, Alter. Ja, das waren die Outtakes. Es ist ein bisschen bekloppt geworden und ich habe das Gefühl, ich habe in einem Hotelzimmer gedreht, drehe wieder in einem Hotelzimmer. Ich bewege mich von Hotel zu Hotel zu Hotel und irgendwie ist man dann irgendwie gefangen in der Hotelwelt. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall habe ich Post-Con-Depression von der Eurofront, das kann ich euch sagen. Was ich euch auch sagen kann ist, ich habe Patrons, die leider in den letzten 3 Wochen etwas kurz kamen. Deswegen hier nochmal benannt. Ein riesiges Dankeschön an meine ultimativen Flauschis, Egima Blauflügel, Studi, Wolfipfote Draco, Dabarf, Grey the Furry und Seratul 20. Natürlich auch meine unglaublich fluffigen Flauschis, Ino, Prien, Paco, Luskfox, Redfox, Freezy, Percy, Swallywolf, Medinos, Razor, Fluff, Simpfote, Wolfralle und Toni. Nicht zu vergessen auch alle weiteren tollen Flauschis. Ihr seid toll, ihr macht sehr viel möglich und ich möchte euch einfach ein riesiges Danke sagen für eure wahnsinnige Unterstützung und dafür, dass ich hier beleuchtet bin und hier nicht. Dinge passieren, ich weiß auch nicht. Vielleicht hätte ich mich anders hinstellen sollen. So zum Beispiel. Keine Ahnung. Auf jeden Fall befindet ihr euch jetzt auf meiner Endcard. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mich über mir gerne abonnieren. Ich habe das Gefühl, das macht seit einigen Jahren kein YouTuber mehr, dass man sowas sagt, aber naja, und dort drüben kommt ihr zu 2 weiteren Videos von mir, unter anderem meiner Folge Stroke. Irgendwann kommt dann noch der 2. Teil, wenn der fertig geschnitten ist. Und darunter zu meiner Folge von Furries in Squid Game, was auf der Eurofront gedreht wurde. Nein, wurde es nicht, an der GoNeesCon. Ich bin verstrahlt. Ich vermisse die Eurofront. Ich wünsche euch eine ganz tolle Restwoche, Freunde, und macht's gut. Bleibt flauschig. Ciao.